Be careful not to choke on your aspirations, Director. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Macht. Heute soll es um eine Machttaktik der hellen Seite gehen, die nicht einmal Meister Yoda selbst anwenden konnte. Wir wissen ja, Machttaktiken der dunklen Seite sind meistens dafür da, den Gegner zu verletzen, zu töten oder ihm unsägliche Schmerzen zuzufügen. Machttaktiken der hellen Seite sind meistens nur dafür da, den Gegner K.O. zu schlagen, aber ihm nicht dauerhafte Schmerzen zuzufügen. Das ist auch der Grund, warum folgende Machttaktik der hellen Seite zuzuordnen ist, obwohl, wenn sie schief geht, kann sie auch sehr gut zur dunklen Seite zugeordnet werden. Wir sprechen hier von der Machttaktik Malasia. Die Machtfähigkeit erlaubt es, bei dem Gegenüber Übelkeit und Schwindel hervorzurufen und ihn dadurch kampfunfähig zu machen, ohne ihm dabei dauerhaften Schaden hinzuzufügen. Allerdings ist diese Machtfähigkeit so schwer zu erlernen, dass es nur ein Jedi in der Zeit der Klonkriege schaffte, und zwar Oporensis. Warum Yoda nicht in der Lage war, diese Machttaktik auszuführen, ist unbekannt. Wir wissen aber allerdings, dass viele Jedi der Alten Republik sehr wohl in der Lage waren, diese Machttaktik auszuführen. Oporensis hatte sein Leben darauf verschworen, diese Machttaktik zu praktizieren und auch daraus zu lernen. Ihm wurde auch aufgetragen, diese Machtfähigkeit einigen anderen Jedi beizubringen, ausgewählten Jünglingen oder Padawanen, allerdings war keiner in der Lage, sie zu meistern. Der Grund, warum man jetzt glauben könnte, dass Malasia eine Fähigkeit der dunklen Seite war, ist folgender. Denn sollte diese Fähigkeit schiefgehen bei der Anwendung, könnte es passieren, dass man den Gegenüber mit Leichtigkeit tötet, wenn man jeden Organismus in seinem Körper außer Kraft setzt. Tatsächlich hat Vader gut und gerne mal eine Abwandlung dieser Taktik angewandt, indem er seinen Gegenüber jegliche Organe im Körper zerquetscht hat. Tatsächlich wird diese Machtfähigkeit von vielen Jedi kritisiert. Sollte sie allerdings perfekt richtig angewandt werden, besteht natürlich gar keine Gefahr für den Gegenüber, wie Oporensis selbst in seinen Stunden immer erklärt. Alles ist in Bewegung, das Blut fließt, Muskeln spannen an, Nahrung wird verdaut und Atmosphärengase werden ein- und ausgeatmet. All diese Bewegung reicht aus, um sie schwindelig und übel werden zu lassen, und indem ihr euch auf den Blutfluss konzentriert, könnt ihr das auch schaffen. Die Wache wird so überwältigt sein, dass sie kampfunfähig ist, wird aber keinen dauerhaften Nebenwirkungen erleiden. Ebenso brachte oder versuchte Oporensis seinen Schülern dies beizubringen, wie bereits vorhin erwähnt, schaffte allerdings keiner die Fähigkeit wirklich zu meistern. Was würdet ihr an der Stelle sagen? Ist es wirklich eine Machtfähigkeit der hellen Seite oder würdet ihr sagen, es wandert schon auf einem ziemlich schmalen Grat? Lasst mir eure Meinung dazu gerne unten in den Kommentaren da. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst dem Video doch gerne ein Like und den Kanal ein Abo da. Das würde mich einfach mega unterstützen. Ansonsten hoffe ich natürlich, wir hören uns beim nächsten Mal und möge die Macht mit dir sein.